So, stream is on then. Jetzt gibt's wieder wenn Karriere, vielleicht noch ein Multiplayer. Mal schauen, wie viele Leute heute Forza zocken. Mal abdocken da. Und schauen wir mal, wo wir da stehen bleiben sind. Roter Bereich Showdown, das ist glaube ich die zweite Sparte von der vorletzten Karriereabteilung. Genau, schauen wir mal, das müsste die zweite sein. Genau, erste, zweite, dritte, wie fertig von den Einführungsrennen. Jetzt haben wir bei 4 bei den Profirennen. Genau, zweite Sparte. Erstes abgeschlossen mit 5 Rennen. Da haben wir 6 Rennen insgesamt beim roten Bereich Showdown. Da ist Road America der nächste Stopp. Springen wir gleich mal rein. Schau ich gerade, das ist die GT-Serie. Was wir da für ein Auto fahren. Ich da einmal sagen wir, wow, ich bin da summiert, das ist so arg. Fahren wir mal mit dem Lamborghini mit Trofeo. Der ist ziemlich cool. Aha, der verlangt ein Upgrade. Schauen wir, ob da was geht. Achso, der will, dass ich overtune. Alles klar, machen wir das. Vier Runden, okay, Road America. Start. Ihr nächstes Rennen findet auf der Road America statt. Die Strecke liegt in Elkhart Lake im US-Bundesstaat Wisconsin. Ja, ich starte den Stream und wer ist hier schon im Chat? Der Exo, Servus, was geht? Schreibt er. Ja, danke, mir geht's gut. Bin zwar nur ein wenig müde, aber hab ein bisschen lang geschlafen heute. Ich hab's ja gesehen, du bist schon wieder online, gell, bei Furzer. Auf der Xbox. Jetzt muss ich mal bei meinem Kaffee aber trinken, brauche ein bisschen Koffein. Schau ich gerade modmäßig. Da haben wir jetzt einen Simulationsschaden an. Das passt. Die blaue Mod konnte ich noch ändern. Wo war das mit dem Filtern? Sortieren, filtern. Und zwar. Was war das? Boost, Risiko, Crew. Was war denn das für ein Ding? Außergewöhnlich muss ich es filtern. Achso, das geht da jetzt nicht. Wo haben wir denn die blauen Mods? 16% Bremsen und 3% Leistung, das da haben wir eine. Und einen grünen Mod, da haben wir nicht eine, das brauche ich jetzt nicht. Ah, du bist gerade von der Arbeit heimgekommen, okay. Wollt ihr ein bisschen früher aufgehört oder was? Ja, ich so ein Kaffee am Morgen vertreibt kommen und sorgen. Ja, morgen haben wir eh nicht mehr. Es war eh schon Mittag, aber wurscht. Fahrhilfentechnisch, wie schaut's da aus? Das passt,
Freiwander Schwierigkeitsgrad Experte, das lassen wir glaube ich auch. Aber ich sag's euch wie es ist, liebe Zuschauer. Ich werde jetzt noch schnell eine rauchen gehen und dann starte das Rennen. Das brauche ich jetzt noch schnell zum Kaffee. Bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt rauche ich nur eine Zigarette. Das brauche ich jetzt. Ah, die scheiß Kabel da überall. Ich werde jetzt ein bisschen warten, bis ich mit dem Spielen anfange. Ich bin nur so müde. Stressen lasse ich mich heute sicher nicht wegen irgendwas. Der Dennis schaut mir anscheinend noch zu und der Raikkonen 1. Hallo? Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt fällt es mir nicht mehr. Ah ja, für die Zuschauer, es könnte. Ihr könnt ruhig was fragen, wenn ihr Fragen habt. So Chat-Konversationen sind immer gewünscht bei mir im Kanal. Während dem Rennen muss ich auch dazu sagen, ist bei mir immer ein wenig blöd während dem Rennen da den Chat zu lesen. Also wundert euch nicht, wenn ihr was reinschreibt, dass ich da nach dem Rennen das erst lesen kann. Ich hab's iPad, ihr seht sie in der Wheelcam. Ich hab's iPad nebenbei. Und da kann ich nicht immer drauf schauen. Jetzt habe ich gerade eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Ja. Egal. So, ich bin nicht gleich fertig. Ah ja, und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt von den Autos her, dass ihr mal was anderes sehen wollt, könnt ihr es auch Bescheid sagen, also Bescheid geben.
Ah ja, Ex, und was ich dich fragen wollte, spielst du eigentlich noch Project Cars, weil es ist jetzt der neue Patch kommen, der 4.0er. Aber wahrscheinlich eh nicht, gell? Ich weiß ja gar nicht, ob du's überhaupt hast. Achso, du hast nur Furze. Ja, ist eh besser so. Furze ist eh weit besser wie Project Cars. Ich meine, Project Cars hat zwar Vorteile. Es hat zwar hat einige Funktionen mehr wie Qualifying und solche Geschichten. Das, was mir ehrlich gesagt ein bisschen abgeht beim Furze 6, das hätte ich mir schon gewünscht, aber das hat der Furze noch nie gehabt, also von dem her. Aber dafür läuft es flüssig kurz auf 60 Frames und 1080p, das bringt Project Cars nicht zusammen. So, jetzt bin ich mit dem Rauchen auch fertig. Dann schauen wir mal, was wir heute schon zusammenbringen da. Auf Experte. Schauen wir nochmal, ob der 3-Wetter Schwierigkeitsgrad passt, ja. So, Rennen starten, los geht's. Oh je, da ist schon wieder ein Gedrängel da. Alle dicht beieinander. So, jetzt keinen Scheiß bauen, ich hab Simulationsschaden an. Aus der Wiese. Ah ja, und für alle, die was mich nicht kennen, in meinem Stream, also auf meinem Kanal auf Twitch, ich muss sehen, ob eine Biografie schreiben und alles, das Ganze einrichten. Bei mir gibt es hauptsächlich Rennspiele, also eigentlich fast nur Rennspiele. Es kann mal passieren, dass ich ein anderes Spiel zocke. Ja, so, jetzt habe ich schon einen Schaden. Okay, neu starten. Das mache ich jetzt raus, weil das interessiert mich nicht mit den Treibern da, oder? Ah, das ärgert mich schon wieder. Die Treibertare sind so beschissen teilweise. So, Mods. Nehmen wir den. 20% passt da. Dann haben wir wenigstens Simulationsschaden da raus. So. Rennen starten. Ja, wie schon gesagt vorher, es ist hauptsächlich ein Racing-Kanal. Ich muss die Beschreibung noch einfügen. Also Forza werde ich noch lange spielen. Und ich habe es ja letztens gesagt beim letzten Stream, also Need for Speed, das 2015er, wenn es rauskommt, im November glaube ich. Dann werde ich auf jeden Fall Need for Speed auch streamen, aber halt dann ohne Lenkrad, weil das geht. Ah, scheiße. Das geht mit Lenkrad nicht, das ist klar. Wieso bremst du jetzt? Alter, 22. Vier Runden, ja, okay, das wäre mir schon. Ciao. So, das war jetzt ein bisschen ein Scheiß in der ersten Kurve. Jetzt muss ich schauen, dass ich das aufhole. Ah ja, und wenn wer im Stream ist, der was auch eine Xbox One hat und Forza 6 spielt, der kann gerne mir
auf der Xbox folgen und mit mir mitspielen, wenn er mal will. Der Ex oder was gerade im Stream da im Chat was reingeschrieben hat, der hat mich auch über meinen Stream kennengelernt, der ist schon mit mir gefahren zum Beispiel. Und wenn wir fahren online, dann sowieso nur Privatlobby. Da sind wir meistens sowieso eine volle Party. So 8 Leute. So, und jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren da. Oje, die haben mich. Alter, ich bin 23. Scheiße. Es kann sein, dass ich das Rennen dann nochmal fahren muss. Muss mindestens Dritter werden, sonst komme ich nicht weiter in der Karriere. Lass mich vorbei da. Ja, wisst ihr was? Ich bin zu weit zurückgefallen. Ich muss das jetzt neu starten und ich werde den Schwierigkeitsgrad um eines runterstellen. Ich habe keine Lust, oder dass ich da jedes Rennen da 50 Mal neu starte. Das interessiert mich jetzt nicht. 3 war der Schwierigkeitsgrad, sehr erfahren. Das genügt eh. Das passt jetzt. Sonst auch. So. Starten, so jetzt wird's los. Hoffentlich. Die erste Kurve ist immer gefährlich, damit die 3 Watt da. Ja, man sieht wieder da ein Gedränge, geht weg da erst, das kann es ja nicht sein. Mal schauen, dass wir jetzt auf den dritten Platz kommen da. Was ist da los?
macht schon wieder Druck da. So, hoffe ich jetzt sieht das jetzt aus auf dem dritten Platz. Problem ist es, wir haben jetzt nicht vier Runden, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kurz. Ah, da Audi A8. Luckdose, wer sonst? Aber schön überholt hat er. Aber die Treibertare finde ich sind auf jeden Fall besser wie im Forza 5. Also sind nicht mehr ganz so aggressiv. Eieiei, nicht verbremsen, nicht verbremsen. So, jetzt haben wir mal Fünfter, das passt. Zwei Runden noch. Das müsste sich ausgehen. Die ersten zwei haben sich schon wieder abgesetzt. Okay, das war jetzt schlecht. Das war jetzt schlecht. So, außen vorbei da. Geh raus. Geh. Siehst du? Bitte. So, der Greedy ist auf Platz 3. Eine Runde noch.
Die anderen sind schon ein bisschen hinter uns, das passt. Jawohl, Greedy macht einen Fehler. Wunderbar. Platz 2 und 1 sind aber weit vorne. Ah, jetzt habe ich auf den Check geschaut. Der Glocke ist er noch da. Ja, ich bin da so gerade. Geh Blödsinn. Blätzerglocke! Sehr erfahren. Ja, voll. Mir kommt es eh vor, dass im Karrieremodus. Ja, ja, aber mir kommt es vor, als wir waren im Karrieremodus die drei Avatare schwieriger sind als wie im Online-Modus, was du dazu tust. Gell? Ja. So, und jetzt bitte 1 Million, bitte. Ich hab zwar einen Haufen Kohle oben, aber... Okay, 50.000. Na? Na, ich hab die Xbox nicht auf Schnellstart. Na, der ist noch nicht gekommen. Na, die One-Patch war da. Ihr nächstes Rennen findet auf dem Circuit de Spa-Francorchamps statt, der Austragungsstätte des 24-Stunden-Rennens von Spa. So, nächstes Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps. So, was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist ein bisschen Musik im Hintergrund, aber das kann leider die Zuschauer nicht hören, also das höre nur ich jetzt. Einstellungen. Automat, also nur Chat wollte ich jetzt, genau. Chat. Dann Spotify und ein bisschen Rockmusik und ein Biscuit. Ja, ich tausche PS4 gegen einen Laptop von Daniel. Na, weil ich sie nicht benutze. Die steht nur nebeneinander. Ich kann Fehler. Ich brauche einen Laptop, ist mir wichtiger. Also wegen der Capture-Karten, wegen dem Streamen und allem. Es wird die scheiß Playstation oh, okay. Da. Hm. So, suchen wollte. Ja, voll ja nicht, aber wenn ich halt Zeit habe, streame ich. Weißt? Es geht.
Chocolate Starfish. Greatest Hits Pizza. Break stuff. Wunderbar. Schauen wir, ob das in Twitch rennt. Okay, das rennt nicht hinter Twitch. egal, dann hole ich mir heute keine Musik. Ist auch wurscht. Jetzt stellen wir das wieder um. Das geht anscheinend nicht am iPad. So. Hi, Beats, BC, AC. Keine Ahnung, wie man deinen Namen ausspricht. So. Spar-Franc-Croissant haben wir gesagt. Das ist Rennen jetzt. Wie viele Runden sind das? 4. Nächste Rivale, White Winker, Red Panther. Okay, die erste Kurve ist einmal halbwegs gut gegangen da. So, jetzt kommt die Eau-Rouge. Ja, da kracht schon in der Eau-Rouge. Wäre das jetzt nicht gewesen, hätte ich da noch ein paar eingeholt, mit Sicherheit. Ich lese schnell den Kommentar. Ja, also das habe ich mir gerade gedacht, dass man den Namen nicht aussprechen kann, sondern nur buchstabieren. Was hast du gemeint mit FTW? For the win wahrscheinlich, oder? Ich kenne mich mit den Abkürzungen nicht so aus im Chat, also die grundlegendsten Sachen, aber ja, vor der Wen, okay, ich hab's mir gedacht. Ja, Rechtaste, Xbox Beste. Ich habe zwar auch eine PlayStation 4 zu Hause, aber das hast du wahrscheinlich eh vorher gehört, die tausche ich jetzt ein gegen einen Laptop. Dann kaufe ich mir eine Capture-Karte und dann gibt es ein bisschen einen besseren Stream dann von mir, weil momentan streame ich ja eh nur über Xbox One. Da kann man halt nicht so viel machen, gell. So, jetzt muss ich mich wieder mal konzentrieren da. Ja, Glocke, aber da muss ich ein Konto angeben und das geht bei mir nicht. Ja, weil das Geld muss ich irgendwo hin, weißt. Und ich bin nicht scharf drauf, ich will kein Geld verdienen mit dem Scheiß. Ich mach's ja nur aus Spaß, das Streamen. So, Runde 1 gleich beendet und ich bin auf Platz 15, jetzt muss ich was machen. Und wieso bremst du mich da so aus, du scheiß McLaren? So, der buchstabierte Namen schreibt wieder. Für was hast du deine PS4 abgegeben? Für R9? Was meinst du damit? Ah.
So, lasst mir alle vorbei jetzt bitte, oder? Oh je, 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 das war knapp, das war knapp. Nein, nein, nicht, nein! Scheiße! Ja, baut einen Unfall, baut einen Unfall. Das ist gut. Komme ich wieder vorbei da? Oh, jetzt bin ich gespannt, ob sich das ausgeht, noch auf dem dritten Platz. Alter, 13. in der zweiten Runde, das geht gar nicht. Ja, jetzt bremst du mich wieder aus, dieses scheiß Treiber da, da. Ah, eine Grafikkarte meinst du? Mit R9. Ah, die Schwierigkeit ist auf sehr erfahren. Ich bin vorher auf Experte oder Pro gefahren, aber mir kommt vor, in der Karriere ist die Schwierigkeit um einiges von den drei Vatanen um einiges schwieriger wie im Multiplayer. Wenn du Multiplayer die KI hinzufügst, ist die weit schwächer wie in der Karriere. Darum spiele ich auf sehr erfahren, das genügt. Du siehst das eh, teilweise fährt die KI so einen Scheiß zusammen, dass du so weit nach hinten fällst. Ich will nicht jedes Rennen neu starten, weißt du, das ist auch sein. Aber das wird wahrscheinlich eh nur jetzt am Fahren, weil wir sind schon in der dritten Runde von 4. Und ich bin auf Platz 12. Ja. Rennst du bei dir ruckelfrei am Handy? Ja, geil, das zählt. Ja, das ist ja wieder was anderes. Weißt du warum? Weil du dann eine schwächere Internetverbindung hast. Ich übertrage jetzt mit 2000 kb. Die Auflösung müsste halt eigentlich auch voll passen. Gell? Okay. Ja, ich fahre das Rennen jetzt fertig. Da dritter werde ich nicht mehr. Wir sind schon so weit weg. Mal schauen, was wir da rausholen können. Die Credits will ich schon haben. Ey, was mache ich jetzt? Hab ich mich verschalten, Scheiße. Ah, die sind schon zu weit weg. Platz 9 ist ja schon irgendwo.
verbremst habe ich mich auch mit dieser. Hast du den Chat offen, Glocke? Was schreibt denn der Exo? Achso, ja, Exo, da wünsche ich dir was. Mach's gut. Scheiße, 10. bin ich auch noch nie geworden, hä? Was ist da los? Zehnter, dann holen wir sie mal die Credits ab. Jetzt müssen wir eh dann eine Stufe aufsteigen. Mal schauen. 10. das war jetzt ein schlechtes Rennen, das war jetzt nicht gut. Aber kann ja nicht immer perfekt rennen. Ja, danke BCAZK für deinen Follow, freut mich, dankeschön. Ah, wir steigen keine Stufe auf. Aber bald haben wir Level 90. Kommen Sie unter die besten 3. Sie haben den 10. Platz belegt. Starten Sie das Rennen neu, um Ihre Karriere fortzusetzen. Ja, danke. Leck mich am Arsch. Wow, Alter, was ist mit dem Heinz? Der Hund schreibt die ganze Zeit auf WhatsApp. So, liebe Zuschauer, was wollt ihr sehen? Nochmal dasselbe Rennen oder was anderes? Ich kann im freien Modus auch mal ein Rennen fahren. Schreibt's rein. Ich warte auf eine Antwort. Oder Schaurennen können wir auch machen. Ich mach mir dabei eine Zigarette und bis dorthin will ich eine Antwort. Okay, keiner hat einen Vorschlag gemacht, dann was tue ich dann? Brauche ich jetzt einmal eine. Geh mal aus dem Karrieremodus raus. Gut. Verlassen.
waren das jetzt? Glocke. Glocke? Ist noch da? Aha, ist nicht mehr da. Ich würde sagen, währenddessen ich rauche, spiele ich mal eine Wiederholung von Furzer TV ein, das was zum Schauen habt. Und zwar nehmen wir da ein Nachtrennen. Wie viele Runden waren das? Das steht nicht da. Ist egal. Vom 13.09. war das. Scheiß Rauch, ey. Ah, die Nachtrennen, die haben schon geil gemacht bei 5:6. Jetzt bin ich eh gerade am überlegen, ich könnte ja Nachtrennen jetzt mal fahren. Im freien Spiel. Mich würde ja Dinge interessieren. Nordschleife bei Nacht. Aber nicht mit der vollen KI-Anzahl. Und dann wird es eine Dränglerei. Diese engen Strecken. Man gedacht, vielleicht so 9 KI-Gegner, dass wir 10 im Feld sind. Ich glaube, das machen wir dann für 3 Runden oder so. So, und ich freue mich jetzt schon auf meinen Laptop und auf meine Capture-Karte. So, gehen wir mal raus aus der Wiederholung. Bin eh gleich fertig mit dem Rauchen. Dann machen wir das Nordschleifenrennen auf Nacht. Mal schauen, wie ich mich schlage dabei. So. Das würde mich Statistik mal interessieren. 44 Stunden reine Fahrzeit schon seit 10. September. Ach du Scheiße. Ja, das ist schon viel. Okay, jetzt habe ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Das war, glaube ich, der Glocki.
Kletter. So. Freies Spiel wollte man fahren, genau. So, freies Spiel. Strecke. Meine Lieblingsstrecke, Nordschleife. Jetzt diesmal bei Nacht. Spieloptionen. 3 Avatare machen wir 9, das genügt eh. Schwierigkeitsgrad. Experte. Runden 3. R. So, und jetzt bin ich am Überlegen, was für ein Auto ich fahren soll. Aston Martin ist mir zu giftig. Der LMS Ultra wäre cool. Ihr könnt euch auch ein Auto wünschen, wenn ihr wollt. Von der R-Klasse. Bugatti Scheiße. Nein. Auf jeden Fall fahre ich ein GT-Auto. Obwohl der Veneno auch nicht schlecht wäre. Pagani ist auch eine geile Kiste. Ultimate, nein. Ich glaube, ich fahre mit dem. Ja, ich fahre mit dem 12C. GT3. Okay. Keine neuen Teile zu montieren. Ah, jetzt schaue ich aber noch. Ich wollte jetzt Auto wählen. Wo war der jetzt? Muss ich wieder sortieren? Tuning-Einstellungen laden. 65. Ah ja, 900 gibt's da nicht. Egal. Fahrhilfen. Passt auch. So, jetzt haben wir 3 Runden, 10 Spieler, R-Klasse. Bei Nacht, okay. Rennen starten. So, jetzt wird's lustig. Und schwierig. Schauen, wie viel der Platz das wir zusammenkriegen. Also wir haben die Mod Experte, Bremsen, 316% Bremsen, 3 Leistung, das passt. Okay, passt. Startaufstellung ist jetzt noch interessant. Ja, die Klassen, die hauen hin. Rennen starten. Als Dritter fahren wir weg. Okay, jetzt sind wir Vierter. Dass die Reifen mal warm werden da.
Oh je, je. Geh weg, scheiß Bugatti. Die Überholmöglichkeiten sind echt eine Frechheit auf dieser Strecke, die ist einfach zu schmal. Wieso bremst du so viel? Du sollst Gas geben da, lass mich vorbei. Danke. Nein, nein! Boah, alter Schwede, war das jetzt knapp. Ich hätte mich fast eingedreht. Ja, in der Nacht, Nordschleife ist nicht leicht, hey. Bist du deppert. Nein, nein, nicht ins Gras, nein! Oh, hey. Uff. Diese Strecke ist so anspruchsvoll, das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Ach du Scheiße! Kaum sage ich was, rutsch ich raus, ey. So, Aston Martin ist vor uns. Jetzt
Jetzt hat er uns überholt. Eieieiei. So, jetzt bremst er mich wieder aus da. So lange gerade, Windschatten. Lass mich vorbei, jawohl. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Mach keinen Scheiß da! Ach, verkehrt, ey. Das habe ich jetzt gerade noch gesehen, ey. Boah, was ist da los auf dieser Strecke? Das ist der Wahnsinn. So, Runde 2 und 3. Jetzt wieder Rockluke. Bei Twitch. Du kriegst eh kein Mail, was ich weiß. Schleife Nacht, hey, ist das anstrengend. Bist du deppert, hey. Ah. Vorher auf der Kran habe ich jetzt echt einen Schock bekommen, hey. Wahnsinn. Der schießt da neben mir vorbei. Mit klarem P1 vor uns. Ja, geh weg. War jetzt ein bisschen unfair, aber egal.
So, das weltberühmte Karussell. Hier bin ich jetzt schlecht gefahren. Egal. Nichts passiert. Was sagst du, Höpke? La Ferrari! Geh weg! Wenn du hinter die Treibertare fährst, die bremsen dich immer aus. Das ist so nervig. Boah, entspannen auf der Geraden. Gut, dritter ist 500 Meter hinter mir, 600. Alter, der LaFerrari geht ab auf der Geraden. Locker über 300. Ah, das ist lustig. Der fährt in die Box. Okay. Jetzt sind wir Erster. Mal schauen, ob wir das halten können. Ich hoffe es. Letzte Runde. So, jetzt können wir die letzte Runde ein bisschen gemütlicher angehen da, weil der zweite ist 700 Meter hinter uns.
Boah! Nein, das war jetzt Scheiß. Komm, raus aus dem Rasen. Ach du Scheiß, jetzt mache ich einen Fehler auch noch mit. So, jetzt noch konzentrieren, ey. Der zweite kommt mir schon zu nahe. So, Vollgas. Ha?
gibst da Gas. Jawohl, erster. Boah, der zweite ist mir aber noch klar gekommen jetzt. Super. Stufe 89. So, und jetzt bitte mal eine Million, bitte. Okay. Fast. Ne, 0,5 oder so. Nein, ich hab's jetzt die ganze Zeit nicht gekriegt. So, Aufzeichnung ansehen. Ich gehe in Rauchen.
So, jetzt bin ich wieder da. Telefonieren müssen. Glocki, bist du auch noch da? Glocki? Mal schnell mal in die Party schauen. So, da ist nur der Party, okay. So. Das war jetzt lang genug, die Wiederholung zum Ansehen. Wollt ihr noch ein freies Rennen sehen? Oder Karriere, oder... Multiplayer geht es momentan nicht, weil keiner wirklich online ist, der was jetzt zockt. Ich kann mal schauen. Mal verlassen. Oh, mir ist heiß vom Kaffee. Schauen wir mal, wer online ist. Eine App andocken. Freunde. So, wer spielt noch Forza 6? Nein, nein. Okay, sind nicht wirklich Leute online. Dann fahren wir noch ein freies Rennen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da noch preislose habe. Achso, nein. Okay. Oder Schaurennen muss ich auch noch machen. Endurance macht man es. Was siehst du bei Endurance eigentlich? Ach du Scheiße. Katalonia 100. 35 Runden Katalonia. Das ist schon viel. 35 Runden. Nein, das fahre ich jetzt nicht. Das ist zu lange. Lass mal die Schau rein. Fahren wir noch ein freies Spiel. Ich möchte gern mal Nordschleife bei Regen. Daniel, servus. Der Golki ist nicht, er ist zwar in der Party, aber was würde ich sagen? Er spielt wie er so vor, weißt du. So. Ah ja, Daniel. Es wäre eh super, wenn du dann in Party kommst, weil ich möchte mit dir noch reden wegen am Laptop. So, was nehme ich da jetzt für ein Auto? Ja, klasse. Wisst ihr was, ich fahr jetzt mal S. S, ja, Regeln geändert. Und zwar, was nehmen wir da für ein Auto? Tagspeed sicher nicht im Regen. Nein. Nein. Volvo. Spieloptionen. Runden.
nochmal. Nochmal. Drei. Zwei. Leute, passt. Ja, passt, Daniel. Alles klar. So. Das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig. Bin jetzt das zweite Mal erst gefahren im Regen und noch nicht ganz fertig. Mit Schleife. Nein. Ach du Scheiße. Das ist schon eine andere Liga da im Regen, ey. Ah, dieses Aquaplaning ist tödlich.
Ja. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, fahrt mir rauf, fahrt mir rauf. Danke. Ach du Scheiße. Das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Scheiße. Das wäre echt Dritter gewesen. Bam. Bam. Letzter. Yeah. Ah, verdammte. Ach du Scheiße!
diese Pfützen sind tödlich, echt. Wegen dieser einen scheiß Pfütze habe ich alle Plätze verloren. Alter, das ist ja fast unmöglich zum Fahren, hä? Hey. Ah, da werde ich jetzt letzter. Scheiße. Ja, jetzt ist vorbei. So, jetzt ist vorbei. Scheiße. Ja gut, das war's jetzt einmal für den Stream. Ich bedanke mich herzlich für die vielen Zuschauer und macht euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch was. Ciao.